Hey Leute, es geht weiter mit Dark Parables 5, die letzte Cinderella. Denn wir haben ja wieder Wochenende, also können wir weiter wimmeln. Und das machen wir jetzt auch direkt. Wir wimmeln los und suchen Dinge. Ich hatte gerade schon mal angefangen zu wimmeln, weil, ja, und dann habe ich die Aufnahme abgebrochen und deswegen sind schon zwei Teile weg. Ist ja aber auch egal. Ich mache weiter, musste da was in den Einstellungen ändern und es ist immer noch laut. Deswegen hatte ich eigentlich abgebrochen. Es übertönt mich leicht, glaube ich, aber egal. Ein buntes Duster und Duster bestimmt das nicht? Okay. Warum ist es hier immer so laut? Leute. Macht das... Oh, jetzt mache ich hier das Licht, dunkler. Ein blauer Steinstab. Ein buntes Dingsbums. Ah, da war das und, ist das das? Nee. Was ist denn jetzt der Stab? Bestimmt hinter meinem Bild wieder. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, da muss man immer aus Vorsorge einmal, draufdingsen und dann findet man die Sachen auch. Jetzt noch der Stab mit dem blauen Stein. Da, hier, da, ha, ha. Ja, hab ich gesehen. Ich bin ein Fuchs, hab das in der... Hier ist ein bunter Schmetterling, den haben wir jetzt. Und jetzt bin ich natürlich total raus aus dem Wimmeln, habe keine Ahnung, was wir hier machen können. Ohne seine Nase ist das Gesicht des riesigen Kürbisses unvollständig. Ja, da kann man bestimmt jetzt Steine einsetzen, die ich bestimmt noch nicht habe. Ich habe eine Libelle, ich habe einen Schmetterling, wo gehören die Tiere alle hin? Ohne den richtigen Flaschenzug kann ich den einfach... Ja, da war ja was mit... Ja, stimmt. Ich erinnere mich, da war was mit dem Flaschenzug. Das riesige Biest starrt mich an nachher. Können wir den nicht wieder abfackeln? Hier den Typen. Hier ist doch bestimmt auch noch so ein, naja, so ein verstecktes irgendwas. Nicht? Wenn wir nachher... Achso, da war ich schon. Dann gehen wir mal hier hin. Was haben wir hier? Cinderella. Eine ätzende Flüssigkeit könnte sich durch die magische Barriere des Baums fressen. Diese Schätze könnten die Ausbeute der Diebe sein, die in dieser Spiegelwelt stehlen wollten. Sogar magische Pflanzen brauchen Wasser zum Wachsen. Magisches Wasser, magisches Wasser. Die Fiole hatten wir aber schon verbraucht, ne? Die hatten wir das letzte Mal schon verbraucht. Ja, wo geht's denn dann jetzt hin? Wohin? Hier, ach so, ich kann den Regenschirm nehmen. Ja, ich habe einen Regenschirm. Und kann wieder wimmeln. Alles klar, Ro. Dann legen wir los. Teile die, das sehe ich doch, dass man die sammeln kann. Ja, nicht. So, dann brauche ich noch das da und diesen, die doch, die auch, ja. Und das und noch ein goldenes anderes lila Dings da hier, dahinter. Wo ist es bloß? Da, hier ganz vorne. Jetzt habe ich eine Glas-Lotusblüte. Toll. Dieser ganze Firlefanz, wo gehört er bloß hin? Was wollt ihr von mir? Der dekorative, weiß ich nicht, was kann man denn da mal reintun? An Deko für den Piraten. Ein echter Pirat. Das Portal ist geschlossen, ich kann nicht zurückgehen. Ach so, ich muss jetzt hier weiterkommen. Jo. Ja, was können wir denn dann mal machen? The evil godmother trapped me here. Es tut mir leid, Cinderella. Cinderella, unsere liebe, gute, alte Cinderella. So. Kann hier davon irgendwas rein? Kann die Libelle hier irgendwie reingesetzt werden? Vor dem Kürbis liegt etwas loser Kies. Hat jemand hier einen Schatz vergraben? Oh, pass auf, wir haben eine Schaufel. Das hätte ich jetzt aber gedacht, dass da... Sag ich doch, dass das geht. Ne? Hier, und jetzt haben wir... Schwefeltinktur. Was haben wir denn damit? Was soll ich denn mit der Schwefeltinktur? Können wir damit vielleicht das Biest verjagen? Obwohl, der ist ja gar nicht hier. Wo ist er denn nochmal? Der war da hinten. Ach, guck mal, hier habe ich noch was. Haha, meine Parabeln. 3 von 4. Aber wir hatten immer noch nicht 4 von 4. Also wir haben immer noch keine Parabel fertig, die wir lesen könnten. Ich sollte den Piratenschatz lieber nicht anfassen.
Und in seine Augen hier, da können... Also, okay, weiß ich auch nicht, was ich hier jetzt machen kann. Kann ich hier das da einsetzen? In die Nase, beim Schwefel. Wo soll ich denn dann hin? Hier irgendwas? Ah, da war so ein Chamäleon-Objekt, genau. Das meinte ich vorhin. Eine ätzende Flüssigkeit könnte sich durch die magische... Ah, hier. Schwefeltinktur. Ouch! Watch what you're doing. You almost injured me. Ah, du hast mich gerettet, Bitch. Okay. Hurry up. She might come back at any moment. Sehr, kannst du dich mal bedanken bei mir vielleicht? Diese Äste sind immer noch zu hart, um sie mit der bloßen Hand zu entfernen. Ich brauchte etwas Magisches, um sie zu hier Messer. Thanks, Detective. I saw some glass maidens in the glass wasteland. Let's go save them. Okay, jetzt habe ich mich wieder beruhigt, jetzt wo du mich gerettet hast. Thanks, Detective. I saw some glass maidens in the glass wasteland. Glass. Okay. Sogar magische Pflanzen brauchen Wasser zum Wachsen. Ich habe aber kein Wasser. Brunnenrad. Können wir nicht den Brunnenradgriff an den Brunnen irgendwie machen? Hier. Da. Brunnenrad. Hier. Da. Warum kannst du das denn da nicht ranmachen? Das ist so... Wie ein Lasso aus. Was kann ich denn hier machen? Ritteremblem. Oh, ich brauche schon wieder einen Tipp. Ich bin voll schlecht gerade. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe keine Ahnung. Was will sie jetzt? Komme ich irgendwie hinüber? Ich muss hier diese Pflanzen wachsen lassen mit Wasser, was ich nicht habe. Hier, aber ich habe doch so eine königliche Kleidung jetzt. Kann ich die nicht mal eine Puppe anziehen jetzt? Kann ich nicht hier irgendwo hin switchen? Kann ich nicht irgendwo hin, wo ich da wieder Puppe anziehen kann? Oh Mann, das ist ja voll unfair, dass man jetzt Klamotten findet und dann nicht wieder zurück kann. Kann ich hier nicht hin? So. Malteser Berge. Ja. Kann ich hier nicht hin? Ich habe die Karte hier noch nie benutzt. Ich habe keine Ahnung. Du bist hier. Ziel. Also ein weiter. Hierhin. Schön. Das Lasso. Komm, rüber mit euch. Lasso rüber. Ist hier vielleicht was zum Einsammeln? Noch. Kann ich das Ritteremblem dem Piraten geben? Ich habe hier ein Rad gefunden. Wieso habe ich das Rad jetzt erst gefunden? Hier, Brunnen... Ach, das ist der Brunnenflaschen... Ja. Jawohl. Ran damit. Und jetzt bestimmt das. Ja, jetzt geht das nämlich auch. Schuhu. Was habe ich jetzt? Bischofssymbol. Und hier ist das Water, was wir brauchen. Und das putschern wir jetzt hier drauf. Und dann wächst die Pflanze, die magische. Jetzt können wir hier auch rüber. Guck mal, fleischfressende Pflanzen und eine Riesensen-Axt. Und hier können wir nämlich jetzt die Sachen, die Insekten und Lotusblütenteile dieses Buntglasfensters fehlen. Pass auf! Die habe ich doch schon. Nein, die nicht. Das schon. Und das nicht. Was? Ist das noch eine andere? Da ist die Libelle. Und da ist aber noch irgendwas, was ich doch noch nicht habe. Da ist noch eine Blume, ne? Eine Blume. Iu. Wenn ich etwas hätte, womit ich das Maul des Monsters offen halten könnte, würde ich an das glänzende Juwel gelangen. Okay, die Beißen schneiden, was weiß ich, das geht also nicht, muss was anderes finden. Der Pflanze, den Mund mit einem Seil zu spinnen, lässt mich nicht an das Juwel gelangen. Offen halten, also sowas wie ein Stock oder so, aber die Axt geht ja nicht. Weil sonst beißt sie mich und das ist ja voll grausam und das geht nicht. Lebt jemand in diesem charmanten Holzhäuschen? Man weiß es nicht. Was haben wir hier? Ach, das ist vielleicht... Nee, das ist ein Kürbismund. Der Kürbismund, der gehört zum Kürbis da hinten. Will ich da jetzt aber schon hin? Ist hier ein Chamäleon-Objekt? Von dem man denkt, es sei nicht da, aber es ist da. Hier, dann packen wir den Kürbismund mal rein. Nichts passiert. Toll. Kann ich
mit der Axt schon mal was machen. Kann ich irgendwas anderes tun? Ja, ich muss bestimmt hier hinten noch was machen, was ich übersehen habe. Das tue ich ja gerne mal. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich wüsste, das gehört da rein. Also, wo gehörst du rein? Dieser große, imposante Palast muss der bösen Stiefmutter gehören. Ach so, hier kann man ja dann vielleicht, oder auch nicht, das einsetzen. Das richtige Emblem, das sieht aus wie auch ein Schloss oder so. Gehört da also was anderes rein? Das habe ich noch nicht. Das ist doof. Was ist das hier in der Mitte? Kann man da auch noch was einsetzen oder... Nee, ne? Es öffnet sich bestimmt, wenn ich die Embleme alle habe. Was dann? Ach doch, jetzt hier wieder. Aber immer was anderes, ne? Diese Schätze könnten die Ausbeute, die... Ja, kann ich die hier draufhauen? Kann ich da raufhauen? Kann ich hier draufhauen? Wenn dem das nichts ausmacht, kann ich dann nochmal draufhacken? Nö. Thanks, Detective. I saw some glass maidens in the glass wasteland. Let's go save them. Ja, aber wie? Was soll denn hier jetzt sein? Dieses besonders starke Holz lässt sich später noch verwenden. Ich brauche etwas, um diese Ranke... Ach, komm. Jetzt dann doch, oder was? So, und dann habe ich den Holzscheit und den klemme ich jetzt den Monstern hier ins Maul und zack. Die Zähne der Blume triefen vor Gift. Es wäre sicherer, dass du willst mit einem Seil. Alles klar, bitteschön. Als ob man das Seil so rumschlingen könnte und dann fällt das auch gar nicht ab. Ach, meine Augen. Verzierung der Piratenjacke. Das sagt ja schon alles. So. Und da haben wir auch das andere Teil. Ach, so läuft das hier. Also alles klar. Holen, reintun, Sache wieder nehmen. Oh nein, ein Rätsel. Ein Rätsel, ein Rätsel. Bilde die Wege so, dass jedes Juwel in dem Feld mit derselben Farbe zum Liegen kommt. Kann ich das jetzt hier... Ah ja, okay. Aber warte mal, muss ich das nicht stoppen? Das muss ja hier jetzt rein. Kann ich das jetzt... Wenn ich jetzt... Okay. Okay. Warte mal, da soll ein blauer hin. Dann schicken wir den doch mal wieder zurück. Das müsste doch gehen, ne? Leg mal los hier. Fahr mal los. Fahr los. Alle. Hä? Okay, geht nicht. Geht nicht. Dann machen wir das mal einfach so. So. Und so. Aber dann ist der gelbe vorne. Nein, das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Zurück. Nochmal. Nein, nicht da. Hier. Kann ich... Wie geht denn das jetzt hier? Guck mal. Ach so, es geht ganz schnell und langsam. Ach so, es ist langsam und schnell. Ach so. Hier, der blaue geht rein. Zack, ist er drinne. Jetzt kommt der pinke. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, nein. Dann geht der Fall... So, stopp. Jetzt. Warum ist der eine jetzt nicht reingegangen? Da wäre nämlich der pinke reingegangen in den blauen. Das ist total falsch. Das geht so nicht. Aber der geht mal wieder zurück. Warum rollen die denn immer nur in dieselbe Richtung? Die sollen mal zurückrollen. Wenn ich den jetzt mache, dann ist doch der falsch und geht der pinke rein. Nee, der geht nicht rein. Geht der jetzt hier rein? Ja, das ist gut. Jetzt gehen die aber immer falsch. Das ist ja auch blöd. Voll scheiße gelaufen. Stopp. Jetzt hier. Dann machen wir das mal anders hier. So. Jetzt geht der pinke rein. Jawohl. So machen wir das. Jetzt gehst du mal hier weiter und du auch. Und hier ist mal kurz ein Stopp, weil ich mal kurz gucken muss, wo ist denn der gelbe? Wo soll der denn rein? Da nicht. Wo soll der denn rein? Das ist... Ach, ist das der gelbe hier? Ja, weil das kein blauer Kringel ist. Moment mal.
Können wir das nicht umleiten? Ja. Das ist schon mal gut. Und dann kann der Blaue da oben mal rein. Dann ist er auch schon mal weg. Ja, warum gehst du denn jetzt da nicht rein? Du sollst doch da rein. Was ist das denn hier? Mach mal eine Runde. Warum geht der Blaue da jetzt... Warum geht der Blaue jetzt vorbei? Oh, Manno. Also soll der Blaue... Ach, da ist ja schon... Ach, da, weil da schon einer drin ist, ne? Momentchen mal. Müssen wir mal umleiten? So. So. Ah, okay. Alles klar. Jetzt muss der Pinke aber ran. Ja, ob das so schlau war. Doch, ne? War richtig. Jetzt muss der Blaue da hinten rum. Das müsste doch jetzt gehen, oder nicht? Jetzt husch da rein. Und dann haben wir das. Dann haben wir das. Gewinne, gewinne, gewinne. Kapitel 4. Und immer noch kann ich die Puppen nicht anziehen. Das ist ja unglaublich. Hier, dann wollen wir mal loswimmeln hier. Ach ja, es ist ja ein Dilemma. Da sammelt man Klamotten und kann sie nicht anziehen. Gibt ja nichts Schlimmeres. Ich habe zu viel rumgeklickt. Ich gebe es zu. Schuldig. Ja, ich guck wieder, was ich überhaupt sammeln soll und klick nicht einfach. Ja, ist okay. Das ist da. Goldene Teile. Platten, Münzen, Sterne. Alles mit dabei. Oh, meine Augen, die sind so... Als ob ich die ganze Zeit zu lange offen halte und zu wenig zwinker. Und das Salz, die Flüssigkeit so aus den Augen rausgeht. So ist, ja. Ich lasse es mal lieber. Wo finde ich denn jetzt hier diesen kleinen Stern? Ist das der da? Nee. Ist hier oben was? Ist hier hinter meinem Bild wieder was? Das Dreieck, das da auch. Ich suche noch ein Dreieck. Das hier. Ich suche das lange hier. Und etwas blauslängliches. Das ist das hier. Nein. Da. Und die da. Aber der Stern, den finde ich nicht. Mein Stern. Oh, wo bist du? Und dieses goldene Emblem, ist das hier? Jawohl. Also es fehlt mir jetzt eigentlich nur noch dieses Sternchen. Das Sternchen. Da ist er doch. Yay. Alles gefunden. Wuhu. So. Hab einen neuen Gegenstand. Was habe ich denn jetzt? Glaszauberbuch. When Godmother was holding me captive, she mentioned glass slippers being key to some curse. Mit denen los. Das sind zwei der gläsernen Hofdamen, die aus dem Anwesen entführt wurden. Ich nehme den jetzt mal was weg. Sammlung mit orientalischer Kleidung. Ja, aber wo denn? Wo kann ich sie dann alle anziehen, die Püppchen? Ich kann ja nicht zurück. Muss ja erstmal wieder eine neue Puppe finden zum Anziehen. Auf der Kiste kann ich vage eine Art Juwel erkennen. Aber nur vage. Ja. Habe ich irgendwas, was ich hier schon mal einsetzen kann? Muss ich da jetzt das Juwel finden? Was muss ich machen? Kürbisnase. Die Kürbisnase habe ich. Dann gehen wir mal wieder zurück. Setzen, vollenden wir doch langsam mal Stück für Stück den armen Kürbis. Kürbiskopf? Ein Brunnen war aber auch nichts mehr, ne? Nö. Ach, ein Wimmelbild. Guck mal einer an. So, wie? Den blauen Stein soll ich doch finden, nicht? Na gut. Dann nicht. Ach, so viel wieder zu... Mann, ich war so froh, dass ich das gerade schon geschafft habe. Ja. Für mich sieht dieser Blaustein dann nicht genau so aus, wie der, den ich hier... Vielleicht finde ich doch einen besseren. Hier zum Beispiel. Okay, das war der falsche. Mysteriöse Musik beim Wimmeln.
So, noch ein Teil. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Da war's. Robuste Axt. So. Jetzt hauen wir aber alles klein hier. Diese Bäume strahlen etwas Böses aus, obwohl leuchtende Lichter ihre Äste in Wärme tauchen. Abgrundtief böse. Und ein Chamäleon-Objekt. Und zurück kann ich nicht. Schon wieder was zum Wimmeln? Jetzt übertreibt ihr aber langsam, ne? Mann, Mann, Mann. Ja. Sodele, sodele. Hier so ein hübscher kleiner Engel. Und, ach, meine Augen. Es brennt. Ich sollte öfters zwinkern. Da, das habe ich gesucht. Manchmal hilft das auch einmal wegzugucken und wieder hinzugucken. Dann sieht man die Dinge ganz anders, auf eine ganz andere Art. Da-da. Okay, das ist es auch nicht. Was suche ich eigentlich? Ich suche hier so ein... Genau, war hinter mir selber, war ja klar. Das da auch noch, dann ist das auch schon mal fertig. Und diese zwei Teile noch. Wo versteckt ihr euch? Da war das. Und diese weiße Platte, das kann doch nicht so schwer sein, die zu finden. Ist das das da? Ja. Läuft. Jawohl. Was habe ich bekommen? Das ist alles so bunt hier, so mega bunt. Also jedes Teil hier ist irgendwie so verschnörkelt und bunt. Holzschnitzer-Symbol. Ja, ja. Ja, was mache ich jetzt damit? Kann ich hier nochmal reingehen und gucken? Ist hier hinter irgendwas? Kann ich was machen? Kann ich hier was machen? Kann ich das hier einsetzen? Kann ich sie aufbrechen? Achso, ich soll hier gar nicht hin. Ich soll hier auch nicht hin. Ich soll hier wieder was machen. Ach, ich soll immer noch an den Ranken rumfummeln. Das habe ich jetzt irgendwie überlesen gehabt. Echt? Wahrscheinlich wieder mit der Axt, ne? Ja, okay. Ich dachte, ich wäre da... Achso, ich wusste gar nicht... Ja, okay. Ich sag nix. Ich soll hier rüber. Ich soll die Sachen alle einsammeln. Und kaputt machen. Und dann kann ich hier das da einsetzen, ne? Ja. Zack. So. Hab ich das auch gemacht. Kürbisaugen. Die Kürbisaugen, der Kürbis wird doch langsam. Und ein Rätsel. Bianca Pace, die vierte Cinderella. Die darf ich jetzt anziehen. Darf ich oder darf ich nicht? Warum habe ich von der nichts? Toll, ich habe nur das oder was? Ich habe so viel Klamotten. Aber der kann ich es nicht anziehen. Es geht... Oh Mann, ich werde bestimmt im Spiel gar keine fertig kriegen. Mithilfe der richtigen Blumen kann ich die Blumengeister vielleicht davon überzeugen, die Äste zur Seite zu bewegen. Mit den richtigen Blumen. Welche Blumen? Welche Blumen? Ich habe keine Blumen. Weiß ich nicht. Nein, geh weg. Hier. Wie hieß sie noch? Bianca. Nein, Bianca, jetzt nicht. Diese unheimlichen blutroten Markierungen verraten uns, dass die Holzscheite verflucht sind. Oh. Dann will ich dahin. Da geht's bestimmt zur Silent Hill Welt. Bestimmt. Die Augen. Ist er jetzt fertig? Jawohl. Was ist das? Nix sonst? Hofdamen der Göttin. Okay. Paar Glasschuhe. Vollknäuel. Kann ich nicht hier der einzelne Rallye mal was anziehen hier? Die Glasschuhe zum Beispiel. Geht das nicht? Dass man den die... Nee? Warum denn nicht? Brauchen die keine... Ach, die hat ja schon Schuhe an sich gerade. Ich will eine Belohnung haben. Manno. Und was mache ich mit dem Wollknäuel? Zuwagen aus... Was mache ich denn jetzt hier? Ich muss doch mit denen hier bestimmt irgendwas machen. Hier, nimm das Buch und... Must find those glass slippers. They might help us ja, hier. Ah, the glass slippers. Bravo, Detective. Bravo. I knew you would be a great help. Die ist voll böse. Das ist nicht die nette Cinderella.
Now, it's time you take a little nap. Ja. Kapitel 5. Und ich habe die Puppe schon wieder nicht fertig angezogen gekriegt. Wie soll man das denn machen? Ich finde hier immer irgendwelche Kleidungsstücke und krieg die nie fertig angezogen. Na, da war die Cinderella aber gar nicht nett. Das sieht wie ein Modell für ein Glasschuh aus, mit dem Stiefmutter getestet hat, ob ein Mädchen Cinderella ist. The evil godmother trapped us here. I've no idea where we are. Honest. Ich glaub dir das. Before I fainted, I saw the beast. It must have locked me in here under the evil godmother's orders. Pinocchio spricht, als würde er Stiefmutter nicht kennen, wenn ich doch nur Beweise hätte, die seine Lügen widerlegen. Du Lügner! Dieser Streifschiff wird als Lagerbereich verwendet. Viele Bücher und Kleinkram werden darauf gestapelt. Du sollst wimmeln. Aber warte mal, da war noch was. Hier. Bevor ich das übersehe. Sieht wie ein Modell für ein Glasschuh aus, mit dem Stiefmutter getestet. Ach, hatte ich schon. 3 von 4. Na, bald können wir doch endlich mal bestimmt eine Parabel wenigstens lesen, wenn ich schon meine Belohnung nicht kriege für die Klamotten. So, wieder gucken, nicht klicken. Dreieck, Schnörkel, 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 Schnörkel. Okay. Manche Sachen sehen einfach so aus, als ob man sie einsammeln soll. Und dann klicke ich doch wieder drauf, ohne es zu vergleichen. Da hat uns die Cinderella voll verarscht. Das war auch nicht die echte. Die echte würde sowas nie tun. Ist ein herzensguter Mensch. In Wirklichkeit sind die Disney-Prinzessinnen bestimmt auch voll blöd. Die sind überhaupt nicht nett. Ach ja. Irgendwie macht einen die Musik auch leicht sentimental. So, was soll ich denn hier jetzt... So, ich suche ein grünes irgendwas mit Paletten, Pailletten, Steinen drauf. In einer leicht geschwungenen Form. Hier hinten. Vielleicht. Oder auch nicht. Ich glaube, ich brauche einen Tipp. Hätte ich ja finden können. Und wo ist jetzt trotzdem noch das grüne Pailletten-Ding? Hä? Nye? Nye? Da! Getarnt in der grünen Pflanze. Hätte ich mir auch denken können. Und wir haben eine Holzkatze. Mit grünem Paillettenpopo. So, die Tür zum Häuschen ist von innen abgeschlossen. Wo ist der Schlüssel? Weiß ich nicht. Wir können hier reingehen. Ach, es ist, ist aber auch eine putzige Küche, oder? Die sieht doch voll gemütlich aus. So mit einem Schnicko-Schnacko. Hier gehört bestimmt da der Waggon schon mal rein. 2 Zuckornamente wurden aus dieser Schranktür entfernt. 1 haben wir schon mal reingesetzt. Ein Feuerchen. Wer hat dieses Feuer entfacht und das Holz hier gestapelt? War es der Besitzer dieses Häuschens? Oder die böse Cinderella? Oder die böse Stiefmutter? Oder Pinocchio? Oder das Biest? Man weiß es nicht. Super, 7 von 20. Vom Kochbesteck bis zu den Pfannen und Töpfen ist alles nur aus Holz. Ja, leicht brennbar, aber schnuckelig. Das Figurenpaar, das den Spiegel verziert, ist verschwunden. Das Figurenpaar fehlt. Ach, da gehört die Katze rein. Das Mäuschen habe ich auch, das Mäuschen im Häuschen. So, haben wir hier so einen komischen Kopf. Hölzerner Puppenkopf. Und irgendwie Klamotten schon wieder für, weiß ich nicht, wen. Ist hier noch irgendwas? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann keinen Tipp mehr benutzen. Vielleicht gehen wir mal nach oben. Da waren wir auch noch nicht. Oh. Ach, hier ist die andere. Guck mal einer an hier.
Guck mal, die kann ich anziehen. Habe ich noch was? Sieht man immer nicht irgendwie, ob ich jetzt noch was habe. Nee. Nee, toll. Nicht. Ich krieg die doch alle niemals fertig. Angezogen. Pinocchio ist fast so gut im Schnitzen wie sein Vater. Echt? Feueremblem. Er ist ja auch selber aus Holz. Da hat man natürlich auch ein ganz anderes Gefühl für Holz. Der Härte der Matratze zufolge ist ja aus Holz geformt. Ist dies Pinocchios Bett? Ah, Pinocchios Bettverstecke. Was verbirgt sich unter dem Bett? Ich sollte etwas zum Reinigen finden. Zum Reinigen. Ich bin Wollknäuel. Puppenkopf. Weiß ich auch nicht. Sind dies Pinocchios Spielsachen im Herzen, ist er immer noch ein Kind. Er ist doch auch immer ein Kind. Der wird doch nicht erwachsen, wenn er nicht verwandelt wird als Mensch, ne? Dann ist er immer Kind. Ja. Das arme Ding. So, hier ist auch nichts mehr. Ist hier jetzt noch was oder nicht? Nein. Pinocchio, hier im Puppenkorb. Bevor ich fainted, I saw the beast. It must have locked me in here under the evil godmother's orders. Erzähl doch nicht. Pinocchio, erzähl doch nicht. Was habe ich jetzt? Holzstock. Was habe ich hier jetzt eigentlich alles? Da ist das und hier haben wir die Küche. Zurück geht's auch nicht. Also ich kann ja nur hier weitermachen. Da oben ist die andere Puppe. Was kann ich denn jetzt hier mal machen? Bischofssymbol. Ach, das sehen wir im nächsten Part von Cinderella. Leute. Ne? Machen wir so. Bis dann.